So, am 17. August um 19.30 Uhr ist Austria Salzburg zu Gast in Kufstein. Bei mir ist Präsident Herbert Gattner. Kurz vielleicht vor über eure Saisonziele. Ihr habt euch ja stark verstärkt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Markus Unterreiner. Quantitätsmäßig haben wir uns verstärkt. Quantitätsmäßig nicht, haben wir ein bisschen weniger geworden im Kader. Ich glaube 7 Abgänge und 5 Neuzugänge. Ja. Aber sage ich, die Qualität ist so stark. Wir haben 17 gleich gute Spieler und unser Ziel ist, zumindest in der Relegation mitzuspielen, wenn nicht der Aufstieg gelingt. Also das ist eigentlich unser erklärtes Saisonziel. Also budgettechnisch wäre schon für zweite Bundesliga geplant durchaus? Ja, wäre da eine harte Sache. Der Aufstieg, da muss man dann auch mit den Sponsoren sprechen natürlich, weil mit Fernsehwirksamkeit ja anders ist, als wir in unserer Regionalliga. Aber unser Ziel ist, wir waren schon mal oben, wir kennen die Liga, die zweite, und wir wissen, wie es dazu geht. Und bei der harten Sache, aber ein Ziel muss man haben. Vorher schon erwähnt, Markus Unterreiner von Wacker Innsbruck ist ja zu euch gewechselt. Trainer Silberberger meint, das ist eine Garantie für 25 Tore. Sehen Sie das ähnlich? Ja, der war vorher schon bei uns als Torschützenkönig, der Unterreiner Markus, und ist wieder gekommen. Da haben wir dann von Imst noch einen Brandl René geholt, der ist in der Tiroler Liga Torschützenkönig, glaube ich, geworden, oder nicht ganz. Also auch die zwei sind Top-Stürmer. Dann haben wir einen Deutschen noch, einen jungen Mann mit 18 Jahren, der hat auch Tore geschossen wie noch nie. Also vor uns haben wir sehr gut bestückt. Hinten haben wir auch einen von Bayern geholt, einen Verteidiger, ganz einen guten, und Eigenbau haben wir, ein paar gute. Also es könnte eigentlich funktionieren. Dann ist eben das Aufeinandertreffen am 17. gegen die Austria. Es ist ja hier schon zweite Bundesliga gespielt worden im Stadion. Also ich denke, die 300, 400, 500 Austrianer wird man auch hier unterbringen können. Ja, das ist kein Problem. Wir haben ja kein Problem mit den Salzburger. Ich glaube, das ist genauso jede Mannschaft wie jede andere. Und von unserer Seite sind sie sehr gerne willkommen. Und ich glaube, das wäre ein nettes Spiel. Ich glaube, dass das eine gute Mannschaft ist. Die sind von unten aufgemarschiert jetzt. Und da wird es ein harter Kampf, aber ich hoffe, ein fairer. Hoffe ich auch. Freuen wir uns auf einen spannenden, tollen Fußballabend am 17. hier in Kufstein. Danke. Sehr gut, danke.